Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Aber nicht Folge 2. Sondern Folge 238. Glaube ich. Das heißt, es ist die vorletzte Folge. Ja. Zwei kommen noch. Aber mal gucken, ob wir in der Zeit, in der Strecke und der Zeit, in den Folgen, unsere restliche Strecke noch schaffen. Auch auf wieder Schaden. 900 Kilometer, oh, könnte echt knapp werden, ne? Vor allem, wenn wir jetzt derzeit nur 60 fahren dürfen. Da habe ich auch so den Gesicht gerade die ganze Zeit die W-Taste gedrückt. warum habe ich den Marker gesetzt? Aber gut, weil auf der anderen Seite. Nee, eigentlich Sinn macht's nicht, ne? Ist weder eine Kamera noch sonst irgendwas. Nö. Aber wahrscheinlich einfach nur, damit er sich hier nicht hier lang fährt. Weil wir könnten auch gleich schlafen gehen, aber nee. Können wir noch bei der Mautstelle, die gleich kommt. Friends! Ähnlich sind wir im einzigen Land, das Ahnung von Krieg hat. Ha. Ist doch Frankreich, oder? Ich habe keine Ahnung. Konnte ich hier nicht gut pennen gehen? Hä? Ach da!
doppelt echt so lange mit den ganzen LKWs. Ich wollte mich doch verarschen. So, halt! Welch mach ich denn hier? Mal gucken. Nee, schaffen wir in den 3 Folgen definitiv nicht. Aber ich würde mal sagen, 2,5 Mille für 2 Garagen kaufen. Nee! Machen wir denn in 2 Folgen. Endlich mal wieder eine Strecke, wo man 90 fahren darf. Ah, guck mal hier, genau, hier sieht man bei diesen Autobahnen, dadurch, dass es breit ist, was die rote Linie, immer relativ gut, was ich letztens meinte, mit dem, dass immer ein Segment mit einmal gelb wird. Könnt ihr mal gucken, wie so unterschiedlich groß die Segmente sind. Ah, hier kleine Segmente. Hier sind jetzt beide Spuren einzelne Segmente. Deswegen wird auf der anderen Seite gar nichts gelb. Hier sind wieder geteilt, gesamte Segmente, hier wieder ein großes Segment, ein sehr großes Segment. Und so weiter und so fort. Ne, wieder ein kleines Segment, jetzt wieder einzelne Segmente für jede Spur. Immer geradeaus. Ja, ja. Der Grüne hat doch echt erst im letzten Moment gebremst, ne? Obwohl er gesehen hat, dass ich geblinkt habe. Was ein Opfer.
Also ich muss in dem Moment beschleunigen, wo ich neben ihm stehe. Was ein Opfer. Spiegelt sich dann da bitte schön im Wasser schon wieder im Rückspiegel? Also beim rechten Rückspiegel das Wasser. Was spiegelt sich da drinne? Ist ja super abstrakt schon wieder, was da abgeht. God damn it. Ich hoffe echt, dass die Rückspiegel, also diese künstlichen Rückspiegel vor allen Dingen, echt überarbeitet werden. Oder bereits wurden. Für die 1.50er Version. Die sind echt der größte Müll. Gott, jetzt wo wir die ganze Zeit 90 fahren können, schrubben wir richtig Kilometer, Alter. Holy shit, wir haben gerade noch 600 vor uns. Und wir haben immer noch 2,5 Folgen vor uns. Wow. Gut, jetzt habe ich es natürlich gejinxt, ne? Kaum wach ich jetzt, bumm, fahren wir runter von der Autobahn. Danke dafür. Noch 80. Ist auch schon mal was.
Ja. Ah, 94, Alter, ernsthaft? Gott, stop and, stop and go hier. Hehehe. Voll abgedrängt, aber was ist denn hier los? Leute. Ich fühle mich gerade, als wenn ich hier der Bad Guy wäre. 90, 80, jetzt wieder 90. Der wieder 90, jetzt wieder 80. Der ist bekloppt hier. Der bist du doch gar nicht im Kopf. Er macht nur eine Scheiße. Jetzt wieder 90. Alter Leute, das ist bekloppt. Egal, ich werde bei 80, das ist eh die Abfahrt. Von daher. Scheiß was auf alles. Verkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
Natürlich fährt der fette Flexbus wieder mit 180 durch die Kurve. Aber die Mitfahrer haben sich nicht angebunden. Ja, klar. Wenn sich alle Beifahrer nicht angebunden hätten, Mitfahrer, Fahrgäste, dann wäre auch niemand gestorben, wenn er mit 900 km durch die Kurve fährt. Denn wie wir wissen, Sicherheitsgurte können nicht nur den Unterschied machen und Leben retten, sondern sie retten 100 pro jedes Leben. Das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Ja. Egal, ob du im Trabi drin bist und so eine, weiß nicht, 900 Tonnen E-Lok auf dich rauffällt, mit einem Sicherheitsgurt überlebst du. Egal, ob du mit 300 in Gegenverkehr rast und dort gegen LKW fährst, der selber mit 180 fährt, mit Sicherheitsgurt überlebst du. Easy. Ich wollte gerade einfach nur die F-Taste drücken. Nicht die G-Taste. Danke. Gut, dann nutzen wir die Gelegenheit gleich mal hier, um für diese Folge Feierabend zu machen. Wenn ich gerade eh schon so günstig stehe und die Musik auch gerade zu Ende ist, easy. Bis dann. Hey, stopp hier.